Hallo und herzlich willkommen, mein lieber Mann, zum heutigen Video. Im heutigen Video wollen wir ein bisschen deep diven, ein bisschen tiefer einsteigen in die Thematik Erektionsprobleme. Ich habe in den vergangenen Jahren schon zahlreiche Männer gecoacht, die Erektionsprobleme hatten. Und erfahrungsgemäß ist es so, dass es für viele Männer eben nicht mal kurz entspannt möglich ist, dieses Problem zu lösen. Also stattdessen ist es häufiger so, dass das Problem über viele Wochen und Monate hinweg teilweise viel Schmerz, viel Leid und vor allen Dingen viel Ratlosigkeit verursacht. Und genau aus dem Grund möchte ich mir heute mal ein bisschen mehr Zeit nehmen, ein bisschen tiefer in diese Thematik reinzugraben und wirklich systematisch aufzudecken, wie entstehen Erektionsprobleme, ja, wo kommen die her, und dann auf der anderen Seite natürlich, wie kommen wir aus dieser Nummer wieder raus? Wie können wir das ganze Problem für uns lösen, sodass wir am Ende wieder eine zuverlässige, standhafte Erektion beim Sex haben? Ich bekomme regelmäßig Zuschriften von Männern, die Erektionsprobleme haben. Und eine Sache ist dabei stark auffällig. Es sind nicht Männer, die alle über 60 sind. Es sind nicht alles Männer im Rentenalter, sondern das sind Männer dabei, die haben Erektionsprobleme beim ersten Mal. Das sind Männer dabei, die sind 18, 19, 20, 21, 22 Jahre alt. Also sehr, sehr junge Männer. Und wenn ich das sage, dann liegt auch, glaube ich, doch auf der Hand, dass die Ursache des Problems, die Ursache der Erektionsprobleme für die meisten Männer nicht auf der körperlichen Ebene liegt. Ja, wir sprechen hier bei den Ursachen für Erektionsprobleme meistens nicht von körperlichen Dysfunktionen wie ein venöses Leck oder Probleme mit den Schwellkörpern oder irgendwas in der Form, sondern ich würde mal sagen, 99% der Fälle bei Männern, die, sagen wir mal, unter 40 sind, ist das Problem ausschließlich hier oben. Ja, es ist eine mentale Ursache, es ist eine psychologische Ursache. Und genau darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen. Und ich glaube, es macht Sinn, an der Stelle einfach mal ein bisschen so ein typisches Szenario aufzuzeigen, wie viele Männer Erektionsprobleme erleben. Viele Männer beschreiben es wie folgt. Das ganze Szenario beginnt damit, dass es einfach einmal nicht funktioniert. Es gibt einfach mal so diese eine Situation, wo der beste Freund da unten einfach nicht mitspielt. Und das ist das Normalste auf der Welt. Das sind Dinge, die können einfach passieren. Ja, wir sind keine Maschinen und wir sind nicht darauf programmiert, jedes Mal Sex haben zu können. Ja, so ist die Natur. Manchmal funktioniert ein kleines Glied in der Kette nicht. Manchmal stimmt ein mini kleiner Faktor nicht und man bekommt keinen hoch. Das ist erstmal nichts dramatisch Schlimmes. Das ist jedem Mann schon mal passiert. Jetzt ist aber die Frage, wie gehst du mit diesem allerersten Mal um? Und hier ist es eben so, dass die meisten Männer direkt in eine Panikschleife verfallen, in eine Gedankenschleife verfallen. Sprich, es funktioniert dieses eine Mal nicht und sofort geht das Gedankenkarussell los. Puh, was war das? Was ist, wenn mir das beim nächsten Mal nochmal passiert? Was ist, wenn ich jetzt das als dauerhaftes Problem habe? Was ist, wenn mich dieses Problem jetzt wochenlang, monatelang begleitet? Ja, was denkt meine Partnerin über mich? Wie lange geht es gut, bevor sie sich von mir trennt oder fremd geht oder hochgradig unbefriedigt ist, weil ich ein Schlappschwanz bin und es jetzt nicht mehr besorgen kann mit meinem Penis? Und von Anfang an geraten die Männer nach diesem einen Fehlversuch, nach dieser einen negativen Referenzerfahrung in einen negativen Gedankenstrudel. Du merkst es schon an diesen Gedanken, sofort entsteht hier ein innerlicher Kampf, ja, innerliche Reibung entsteht und die Männer verfallen von Anfang an in eine gewisse Panik, in eine gewisse Unsicherheit, in der sie gefühlt gar keine Kontrolle haben, ja. Und genau an diesem Punkt entsteht schon die mentale Blockade. Und was dann eben passiert ist, wenn es dann dazu kommt, dass der Mann mit seiner Partnerin Bunga Bunga machen will, der Körper reagiert richtig. Ja, also das Gedankenkarussell geht früher oder später in dem Prozess los.
viele Männer sagen so, ey, in dem Moment, wo ich weiß, so jetzt geht's an die Penetration, in dem Moment setzt das Gedankenkarussell ein, der Penis macht schlapp. Ja, andere Männer haben schon während dem Vorspiel, die haben schon während dem Vorspiel Angst, Panik und Stress davor, ob es jetzt gleich funktionieren könnte oder halt auch nicht. Und viele Männer beschreiben mir das Problem so, als wäre es wirklich ein so intensives Gefühl, dass da wirklich richtig Panik aufkommt teilweise, tiefe Angst und dass der Körper, dass die Männer zittern, die Männer schwitzen, die Männer sind komplett verunsichert und komplett in ihren Grundfesten erschüttert. So tief greift dieses Problem und so extrem wirkt sich dieses Gedankenkarussell am Ende des Tages auch auf die Gefühlswelt und auch auf die Körperlichkeit der Männer aus. So erleben viele Männer Erektionsprobleme. Warum haben Männer Erektionsprobleme? Also okay, völlig klar, wenn das Gedankenkarussell erstmal angestoßen ist, dann geht's bergab. Aber warum? Warum kommt es überhaupt zustande in seinem Ursprung? Und das Einzige, was ich dir dazu sagen kann, ist, dass du mal Erektionsprobleme hast, ist das Normalste auf der Welt. Ist auch mir schon passiert, dass mir einfach meine Erektion weggegangen ist und ich weiß bis zum heutigen Tag nicht, warum, um Gottes Willen, das passiert ist. Der Mensch ist ein komplexes System, ja, unser Gehirn ist komplex, unser Körper ist komplex, manchmal stimmt einfach irgendwas nicht und die Erektion macht nicht mit. Und es ist auch überhaupt nicht schlimm, weil wir sind einfach keine Maschinen, wir müssen nicht immer Leistung abbringen, ja, das kann einfach mal passieren. Die große Frage ist aber nicht, warum hat man mal Erektionsprobleme, sondern was passiert genau dann, wenn es einmal passiert ist? Bleibst du dann cool oder drehst du dann völlig durch? Und die meisten Männer drehen völlig durch, genauso wie ich es eben beschrieben habe und es ist natürlich auch ein Stück weit verständlich. Ich gebe dir mal ein Beispiel vom Kumpel, der hat Erektionsprobleme gehabt. Der hat Sex gehabt mit einer Frau, die ihm sehr wichtig war, mit der er schon viele Jahre befreundet war. Und dann eine Nacht war es dann endlich so weit, dass die beiden sexuell geworden sind, dass sich mehr daraus entwickelt hat. Und du kannst dir vorstellen, wenn sowas passiert, ja, wenn so eine Situation eintrifft, du bist 5 Jahre lang mit einer Frau befreundet und plötzlich wird es dann sexuell, ja, da dreht natürlich einiges durch, da dreht gefühlstechnisch und gedankentechnisch natürlich einiges am Rad. Und so war es für meinen Kumpel und er hat gesagt, hey, es ging dann einfach nicht. Und ich habe gemerkt, wie er mir die Story erzählt hat, das war für ihn überhaupt kein Thema. Der hat es sich selbst komplett verziehen. Es war für ihn auch normal. Und er hat es voll angenommen. Er hat halt gesagt, ja gut, an dem Abend, es ging halt einfach nicht. Und ja, dann haben wir es halt am nächsten Morgen gemacht. Und da ist mir aufgefallen, wow, der Typ geht richtig solide damit um. Und er hat aus diesen einen Mal Erektionsprobleme, er hat keine Geschichte daraus gemacht, ja. Es war einfach nur so das einmalige Event, das an dem Abend passiert ist und damit ist die Sache abgeschlossen. Er hat nicht angefangen, jetzt das Gedankenkarussell anzuschmeißen. Und genau das ist der Grund, warum manche Männer voll gut damit klarkommen und andere Männer wiederum dann daraus ein dauerhaftes Problem entwickeln. Frauen sind nie das Problem. Nie. Ich habe noch von keiner einzigen Story gehört, von keinem einzigen Klienten gehört, der gesagt hat, hey, meine Frau hat so viele Erwartungen, wenn ich einmal irgendwie keinen Hoch bekomme, dann kriege ich direkt was zu hören, die ist irgendwie so anspruchsvoll und ich komme mit diesem Druck nicht klar. Habe ich noch nie gehört. Ich habe immer andersrum gehört, Frauen sind immer verständnisvoll, ja, liebevoll, verstehen, wenn ihr Mann mal nicht kann. Frauen sind immer fürsorglich in solchen Situationen und nie das Problem. Das Problem entsteht einzig und allein beim Mann und zwar hier oben drin. Ja, das ist der einzige Ort, der geht von hier, vom rechten Ohr bis hier bis zum linken Ohr. Das ist der einzige Ort, wo das Problem entsteht und wo das Problem ist. Die Frauen sind komplett cool, damit sie sagen, hey,
Kein Problem, wenn du mal keinen Hoch bekommst. Kein Problem, wenn du 2, 3, 4, 5 Monate keinen Hoch bekommst. Ich liebe dich. Ja, ich stehe da schon irgendwie durch. Klar hätte ich schon irgendwann mal auch gerne mal wieder Sex, auf jeden Fall. Aber wenn es mal eine Zeit lang nicht hinhaut, ist cool für mich. Du bist mein Lebensgefährte. Ich akzeptiere das. Das ist das, wie die Frauen meistens reagieren. Aber hier drin herrscht ein Unwetter und ein absolutes Chaos. Und hier wird das Problem aufgebauscht zur absoluten Vollkatastrophe. Und eine weitere Sache, die mir immer und immer wieder aufgefallen ist und gewissermaßen so ein Muster, was ich sehe bei allen Männern, die sich an mich wenden mit Erektionsproblemen, ist, dass viele Männer ihre Partnerin, mit der es aktuell nicht funktioniert, glorifizieren. Dass sie ihre Partnerin extrem verehren, bis hin zu einem Punkt, das ist ja erstmal eine schöne Sache, wenn du deine Partnerin verehrst, aber bis hin zu einem Punkt, dass sie sich gar nicht erst ausmalen wollen, was passiert, wenn diese Beziehung scheitert. In anderen Worten, das darf nicht passieren. Das muss verhindert werden, und zwar um jeden Preis. Und so gefühlt, mein Eindruck ist immer, für den Mann ist es so, wenn diese Beziehung scheitert, da hinten ist einfach nur ein schwarzes Loch, wo das Leben gar nicht mehr richtig weitergeht. Das darf nicht passieren. Die Beziehung muss erhalten bleiben. Du kannst dir natürlich vorstellen, was passiert, wenn du einerseits diese Beziehung um jeden Preis am Leben erhalten willst und dadurch in eine extreme Abhängigkeit auch reingehst, eine emotionale Abhängigkeit. Und wenn du dann deine Sexualität, deine funktionierende Sexualität, ja, das Erigieren deines Penises, wenn du das an das Funktionieren der Beziehung knüpfst. Wenn du also sagst, wenn das nicht hinhaut mit meinem Penis, dann wird der Beziehung scheitern, und wenn die Beziehung scheitert, dann bin ich am Ende. Dann habe ich die Frau meines Lebens für immer verloren und dann macht mein Leben keinen Sinn mehr. Du siehst, wo hier das Potenzial herkommt für richtig viel Druck und Stress. Und wo das Potenzial herkommt, dass Männer in so ein tiefes Loch stürzen, mentales Loch, dass eben große Versagensängste entstehen. Und jetzt ist die ganz, ganz große Frage natürlich, wie kommen wir aus der Nummer wieder raus? Wie kannst du das schaffen? Weil wenn du Erektionsprobleme hast, dann glaube ich, kannst du nachvollziehen, wenn ich sage, hey, das ist ein richtig tiefes Loch manchmal. Und ein richtig schmerzhaftes Loch noch dazu. Wie kommen wir da wieder raus? Lass mich dir dazu eine kleine Geschichte erzählen. Und es ist mir ohne Scheiß vorgestern passiert. Beziehungsweise vorvorgestern und vorgestern passiert. Was auch mit ein Grund ist, warum ich jetzt dieses Video aufnehme. Ich habe in meinem Leben noch nie Schlafprobleme gehabt. In meinem Leben noch nicht. Ich habe immer die Augen zugemacht und war nach 2 Minuten weg. Eines Nachtes, und zwar vorgestern, wache ich um 1:30 auf und gehe aufs Klo und lege mich wieder hin und ich kann nicht einschlafen. Und ich denke mir, boah, voll seltsam, ist mir noch nie passiert. Und ich habe es 2 Stunden probiert, ich habe es 3 Stunden probiert. Ich war am Handy, ich war an meinem Laptop, ich bin einfach nicht eingeschlafen. Und das Ende vom Lied war, ich war die ganze Nacht wach. Die ganze verdammte Nacht. Und das kann ja mal passieren, ne? Warum auch immer. Wir waren in einem neuen Hotel. Ich bin gerade am Rumreisen, deswegen häufiger mal woanders. Ach, es kann ja so unglaublich viele Gründe dafür geben. Und es ist okay. Ich habe mal nicht schlafen können. Und dann habe ich mich schon richtig gefreut, am nächsten Tag dann abends relativ früh ins Bett zu gehen und tief und fest dann einzuschlafen und diesen ganzen Schlaf nachzuholen. Aber gleichzeitig war auch so in meinem Hinterkopf dieser kleine Gedanke, boah, was wenn das wieder nicht klappt? Und dieser kleine Gedanke ist in genau dem Moment größer geworden, als ich mich dann am Abend des Folgetages hingelegt habe, die Augen zugemacht habe und mir gesagt hat, so mein Lieber, und jetzt schläfst du bitte ganz schnell ein. Ja, das war für mich klar, so jetzt muss es passieren mit dem Schlafen, weil wenn ich jetzt nicht einschlafe, dann stimmt ja was mit mir nicht. Ich bin komplett übermüdet und wenn ich da nicht einschlafe, dann läuft irgendwas schief. Und sofort war so ein bisschen Druck, war da schon auf einmal da. Ich bin ein Mensch, ich habe mich schon jetzt seit 5, 6 Jahren beschäftige ich mich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung und mit dem Thema Achtsamkeit und mit der Bedeutung unserer Gedanken.
Und ich weiß sehr genau, wie meine Gedanken auf mich wirken. Ich beobachte meine Gedanken, die in meinen Kopf kommen, sehr genau. Und viele Gedanken, die ich habe, nehme ich bewusst wahr. Ich lege mich also am Folgetag abends um 8 Uhr in mein Bett. Ich mache die Augen zu und es kommt sofort der Gedanke so, und jetzt, mein Lieber, solltest du schlafen. Denn wenn du jetzt nicht schläfst, so, dann schlaf einfach. Schlaf, nicht, dass irgendwie noch was ist. So, ich mache die Augen zu und natürlich ist da sofort so ein bisschen Druck mit dabei gewesen. Da ist ein bisschen Stress in mir aufgekommen und ein paar Gedanken sind immer wieder durch meinen Kopf geflattert. Und du kannst dir natürlich vorstellen, was passiert ist. Ich konnte natürlich nicht einschlafen, obwohl ich die Nacht davor nur 2 Stunden geschlafen hatte. Und warum erzähle ich dir die Geschichte? Du erkennst vielleicht diese 1:1 die Analogie zu dem Thema Erektionsprobleme. Ja, es sind nur Gedanken, die das ganze Problem kreieren. Ich war übernächtigt, ich hätte normalerweise problemlos schlafen müssen, weil ich aber mein Gedankenkarussell in dem Moment angeschmissen habe, hat es nicht funktioniert. Am Ende des Tages kann man festhalten, das Problem entsteht nur durch unsere Gedanken. Nur durch unsere Gedanken entsteht das Problem. Ich lag da jetzt also und ich konnte nicht schlafen. Und die Gedanken, die ich hatte, die wurden schneller und schneller und schlimmer und schlimmer. Ich habe dann plötzlich angefangen, darüber nachzudenken, wenn ich jetzt nicht schlafen kann, warum nicht? Ja, kriege ich jetzt Schlafstörungen? Kriege ich jetzt Schlafprobleme? Ist es das jetzt das, was ich habe, Schlafprobleme? Muss ich mich jetzt damit wirklich rumschlagen in Zukunft? Dass ich abends nicht richtig einpennen kann? Was heißt das dann für mich? Bin ich denn den ganzen Tag voll schlapp und träge? Kann ich arbeiten? Kann ich den Dingen nachgehen, auf die ich Bock habe? Die Gedanken wurden schlimmer und schlimmer und schlimmer und schlimmer. Und Gedanken lösen Gefühle aus. Ja, das ist eine Kausalität. Hast du gute Gedanken, hast du gute Gefühle. Hast du schlechte Gedanken, hast du schlechte Gefühle. Ja, wenn ich darüber nachdenke, oh mein Gott, was ist, wenn ich Schlafprobleme, Schlafstörungen habe, dann kriege ich Angst. Dann erlebe ich Druck und Stress als Gefühl. Das ist genau das Gleiche, wie wenn du Erektionsprobleme hast. Du hast zuerst den Gedanken, wenn ich jetzt keinen hochkriege, dann rennt die mir hier mittelfristig weg. Das muss jetzt funktionieren. Und die logische Konsequenz ist, wer wimmelt da? Die logische Konsequenz ist, du erlebst Gefühle von Druck und Stress und Angst. Erst sind die Gedanken da, dann kommt das Gefühl. Und es geht manchmal so schnell, dass wir diese Verknüpfung nicht auseinanderhalten können. Wir denken einfach, wir fühlen nur was. Aber wisse einfach, deine Gedanken sind in den meisten Fällen zuerst da. Zuerst sind deine Gedanken da. Und so war es auch bei mir. Zuerst kamen die Gedanken und dann kam das Gefühl von Druck, von Stress, von Unsicherheit und sogar von Angst. Und wie ich es bereits gesagt habe, ich bin ein sehr achtsamer Mensch. Ich beobachte meine Gedanken, die reinkommen, und ich weiß ganz genau, was diese Gedanken mit mir machen. Ich weiß in diesem Moment, wie ich nicht schlafen kann. Die 2. Nacht in Folge weiß ich, dass das einzige Problem, das ich habe, meine Gedanken sind. Ich kann natürlich körperlich problemlos einpennen, gar kein Thema. Ich weiß, dass das Einzige, was mir jetzt zu einem guten, tiefen, erholsamen Schlaf im Wege steht, einfach nur meine Gedanken sind, sonst nichts. Und weißt du was? Es hat mir nichts gebracht. Ich kenne alle Tricks, ich kenne alle Tipps und Kniffe zum Thema Umgang mit Gedanken, Umgang mit Stress, Umgang mit Leistungsdruck. Glaub mir, ich mache das die letzten 5 Jahre, teilweise auch beruflich hier mit dem Blog. Das hat mir in dem Moment alles nichts gebracht. Und ich habe in dem Moment eine ganz, ganz große Lehre aus der Sache mitgenommen. Und die Lehre, die ich mitgenommen habe, ist die folgende. Du steckst nicht immer drin. Du hast einfach nicht immer die Kontrolle. Vergiss es. Manchmal kommen Gedanken in deinen Kopf und du wählst dir nicht die Gedanken aus. Du sagst nicht so, jetzt mache ich mir mal richtig schön viel Sorgen darüber, was passieren könnte, wenn ich heute Nacht nicht einschlafe und eine Schlafstörung habe. Oder jetzt male ich mir mal aus, was passiert,
wenn ich jetzt keinen hochkriege, ja, dann male ich mir jetzt mal aus, wie meine Freundin morgen mit einem anderen Typen bumst. Das mache ich jetzt mal, weil dann fühle ich mich richtig schön schlecht. Das machst du natürlich nicht. Das sind Gedanken, die kommen einfach. Und du kannst es dir nicht raussuchen und du kannst nichts dagegen unternehmen. Ein Mentor von mir hat mal gesagt, wir sind in vielen Bereichen unseres Lebens nicht immer der Kapitän. Ja, wir können nicht immer steuern. Wir sind oftmals einfach nur das Schiff. Und ich habe das nie verstanden. Ich habe immer gedacht, nee, ich suche mir selber raus, was ich will. Ich gehe selber den Weg, den ich für richtig halte. Diesen Moment, vor 2 Tagen, habe ich gelernt, manchmal bin ich nicht der Kapitän. Manchmal habe ich keine Kontrolle über meine Gedanken. Und das Gleiche gilt für dich. Wenn du morgen dich mit deiner Partnerin ins Bett legst und ihr Sex haben wollt, die Gedanken werden kommen, sie werden dich übermannen und du wirst Gefühle von Stress und Versagensangst spüren. Was soll ich dir sagen? Und die Strategie, die meisten Männer haben in dieser Situation ist, ankämpfen. Oh, ankämpfen im Sinne von, oh, ich muss mir jetzt irgendwie bessere Gedanken machen, ich muss bessere Gedanken haben. Ich darf diese Gedanken jetzt nicht denken, ich muss es jetzt wegdrücken, ich muss die Gefühle wegdrücken, die jetzt aufkommen. Das muss jetzt irgendwie funktionieren. Ja? Und natürlich verschlimmert diese Strategie alles nur noch um ein Vielfaches. Und ich habe auch mich dabei ertappt, obwohl ich es besser weiß, wie ich vor 2 Tagen angefangen habe, mich zu wehren gegen diese Gedanken. Zu sagen, jetzt komm, jetzt drück diese Gedanken weg, jetzt schlaf ein. Und das Ganze wurde so schlimm, dass ich am Ende richtig krasses Angstgefühl hatte. Es kamen Gedanken von, jetzt stimmt was mit deiner Gehirnchemie nicht. Jetzt hast du richtig, jetzt musst du Medikamente nehmen und hast vielleicht jetzt monatelang oder was weiß ich wie lange ein dickes Problem an der Backe. Völlig bescheuerte Gedanken, völlig bescheuert. Und trotzdem, die kamen von außen, ich habe mir die nicht rausgesucht. Und die kamen und haben schlechte Gefühle in mir ausgelöst. Und wie ich da liege in meinem Bett, richtig in Angst, lasse ich mich einfach in dieses Gefühl der Angst einfach fallen. Und ich sage so, fuck it, was soll ich machen? Ich bin scheinbar nicht, ich habe es begriffen, ich habe hier keine Kontrolle gerade im Moment. Ich habe einfach keine Kontrolle. Und weißt du, was passiert ist in genau diesem fucking Moment? Oder eine Minute später, das Gefühl war da, das Gefühl wurde schwächer und glaubst du mir oder glaubst du mir nicht, danach war mein Kopf leer. Danach war in meinem Gedankenraum Platz für frisches Denken, Platz für neues Denken. Ich habe gemerkt so, ich habe losgelassen, ich habe komplett losgelassen von dieser Panik, ich habe komplett losgelassen von diesem Bedürfnis, die Kontrolle zu bewahren. Und in dem Moment ist was Magisches passiert und plötzlich war in meinem Gedankenraum wieder so viel Platz. Ich konnte plötzlich wieder denken, hey, alles gar kein Problem, nur Gedanken. Selbst wenn du heute Nacht nicht schläfst, dann schläfst du halt morgen. Ist doch irgendwie alles nicht so wichtig. Und ich habe meine Freundin neben mir war, habe ich dann aufgeweckt. Und ich habe plötzlich so viel Zuneigung und Liebe zu meiner Freundin gespürt und mir ging es plötzlich wieder gut. Ich habe plötzlich wieder völlige Gedankenfreiheit gehabt und ich konnte danach wunderbar einschlafen. Es war gar kein Problem. So, was nimmst du jetzt konkret für dich mit, wenn es um das Thema Erektionsprobleme geht? Das erste, was du bitte mitnimmst, ist, du bist nicht immer der Kapitän. Du kannst dir deine Gedanken nicht raussuchen und du kannst die schon gar nicht bekämpfen. Vergiss es. Bekämpfe niemals deine Gedanken. Das Einzige, was du tun kannst, ist deine Gedanken da sein lassen und nicht anzukämpfen. Die Hände wegzunehmen, zurückzulehnen und loszulassen. Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiges Wort in dem Zusammenhang, ist loslassen. Das kannst du tun. Du kannst deine Gedanken beobachten, du kannst dich daran erinnern, dass die Gedanken nicht die Realität sind, du kannst dich daran erinnern, dass es genau diese Gedanken sind, die dieses Problem überhaupt erst kreieren. Ja, es ist ein Problem, das deine Gedanken überhaupt erst erschaffen. Es ist nichts Echtes, es ist nur in deinem Kopf. Daran kannst du dich erinnern, aber du kämpfst nicht gegen diese Gedanken an, du versuchst nicht, die Gedanken loszubekommen. Du lässt sie da sein, du lehnst dich zurück und du sagst, okay, es ist jetzt so. Und wenn du das tust,
kann es manchmal so gehen und es ist plötzlich Platz da für frisches Denken. Dazu gehört aber, und das ist jetzt die Krux an der Sache, wo Schlafprobleme nicht mehr mit Erektionsproblemen mithalten können, genau dieses Loslassen. Das kannst du in einer speziellen Situation nicht tun. Und darüber habe ich am Anfang des Videos gesprochen. Du kannst nicht loslassen und sagen, okay, jetzt ist es halt, wie es ist. Ich lasse jetzt die Gefühle da sein, die da sind. Ich lasse jetzt die Gedanken da sein, die da sind. Du kannst nicht loslassen und nicht eine passive Haltung einnehmen, wenn du dir nicht erlaubst, einfach diese verdammten Erektionsprobleme noch ein paar Mal zu haben. Und wenn du jetzt dieses Problem hast, dass du diese Beziehung so extrem glorifizierst und sagst, die muss ich um jeden Preis retten, ne? So wie ich es dir anfänglich beschrieben habe, wie viele Männer empfinden in ihrer Beziehung, dass sie quasi in einer gewissen Abhängigkeit sind in der Beziehung, eine emotionale Abhängigkeit, bei der die eine potenzielle Trennung keine Option ist, dann, wenn du so empfindest, dann ist es natürlich sehr schwierig loszulassen und sagen, hey, okay, jetzt ist es so, ich deal jetzt mit der Situation einfach so, wie sie ist. Und das ist der zweite große Punkt, den ich dir an der Stelle mitgeben möchte. Ich halte fest, der erste große Punkt ist, Gedanken beobachten, Gedanken akzeptieren, die Hände wegnehmen und loslassen. Und der zweite Punkt ist, krieg dein Standing klar, krieg dein Standing in den Griff und unternimm die notwendigen Schritte, die nötig sind, aus deiner emotionalen Abhängigkeit rauszukommen und ein selbstständiger Mann zu werden, der mit Selbstbewusstsein sagen kann, wenn ich Erektionsprobleme habe, dann ist das so, ich bin trotzdem ein toller Kerl. Und wenn ich meine Freundin oder die Frau, mit der ich momentan Sex habe, dafür abschießen will, dass ich jetzt ein paar Wochen, ein paar Monate keinen hochkriege, dann soll sie es bitte machen. Ja? Ich bin so, ich bin nach wie vor genug, ich bin nach wie vor ein toller Kerl. Und die Erektionsprobleme, die ich gerade habe, die gehören gerade zu mir dazu. Das steht für mich gerade scheinbar an, dass ich da durch muss. Meistens hat es einen Grund. Ja? Und das ist in Ordnung für mich. Ja, ich habe das jetzt. Und wenn sie mich abschießen will, dann soll sie es bitte machen, weil dann sind wir nicht füreinander geschaffen. Wenn die Beziehung vorbei ist, dann bleibe ich am Leben und ich werde eine neue Frau finden, die noch besser zu mir passt. Das ist das Mindset, das du unbedingt haben solltest, nicht nur wenn es ums Thema Erektionsprobleme geht, sondern natürlich auch generell, um eine tolle und erfüllende Beziehung zu haben und auch ein attraktiver Mann zu sein, natürlich in der Beziehung langfristig betrachtet. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Schritt. Und ich könnte jetzt natürlich nochmal ein weiteres einstündiges Video dazu abdrehen, was du genau tun musst, was die Schritte dazu sind, genau dieser selbstständige Mann zu werden, der nicht in der emotionalen Abhängigkeit ist. Aber das ist ein Thema für sich, das machen wir in einem anderen Video. Das Erste, was du, glaube ich, erkennen darfst, ist, dein Problem ist Gedanken kreiert. Das kommt nicht von außen, das ist nicht, weil deine Beziehung gerade so und so ist, weil deine Partnerin gerade die und die Dinge von dir will. Das Problem ist, die Gedanken, die im Kopf sind. Die erschaffen das komplette Problem und im Grunde, was du dafür tun kannst, ist, du kannst loslassen, du kannst die Gedanken beobachten und du kannst akzeptieren. Und wenn dir das gelingt, wenn du in diese tiefe Akzeptanz kommst, dann, mein lieber Freund, wirst du deine Erektionsprobleme auch loslassen können und wieder entspannten und lustvollen Sex haben können. Und ein kleines Ding, was du noch tun kannst, wäre, du könntest auch mit NLP arbeiten, neurolinguistische Programmierung. Was man da im Grunde macht, ich versuche es mal runterzubrechen, ist, wir versuchen deine Gedankenqualität zu verbessern. Ja, dass du nicht mehr diesen ganz, ganz krassen Leidensdruck hast, dass du ein bisschen mehr Entspannung bekommst, dass du ein bisschen mehr Losgelöstheit bekommst. Und den Rest machst du dann durch die Akzeptanz. Das ist der Weg, mein Lieber, aus den Erektionsproblemen heraus. Und es ist nicht immer einfach, diesen Weg alleine zu gehen. Gerade zum Beispiel das NLP, dazu holst du dir am besten einen NLP-Coach, der dich da durch ein paar Formate hindurchführt. Da reichen manchmal schon ein paar Formate, 1, 2, 3 Coaching-Sessions oder sowas.
Das kann tatsächlich viel bewirken. Ich würde mich nicht komplett nur auf das verlassen. Das Wichtigste ist, den fundierten Weg zu gehen und diese Achtsamkeit zu implementieren. Ein ganz, ganz tolles Tool, das du da anwenden kannst, um das zu üben mit dieser Achtsamkeit, die Gedanken zu beobachten, kommen und gehen zu lassen, ist Meditation. Habe ich auch schon viel drüber gesprochen und geschrieben. Wenn du sagst so, boah, voll der Weg und ich weiß nicht mehr, wie ich das hinkriege und ich bin so tief im Sumpf drin, kann ich voll verstehen. Es gibt zwei verschiedene Optionen, die ich dir an der Stelle noch anbieten kann. Und zwar die Option Nummer eins ist, ich habe einen mega nicen Kurs kreiert, der heißt Flow State Loving. Ein Videokurs, den du dir reinziehen kannst, der kostet 97 Euro und der leitet dich Stück für Stück für Stück durch diesen Prozess. Und wir räumen on the way auch noch mit vielen limitierenden Glaubenssätzen auf, die du hast. Und in diesem Prozess, im Flow State Loving, was wir da machen, ist, wir machen Selbstcoaching. Ja, also wir verwenden da Formate, in denen du dich selbst coacht. Das ist das, was wir für Flow State Loving machen. Und wenn du sagst, okay, cool, vielleicht ist das Richtige für mich, aber ich glaube, ich habe Bock auf einen richtigen Coach, dann verlinke ich dir hier auch in der Videobeschreibung den Link zu meiner Coaching-Seite, wo du dich auf ein Coaching mit mir bewerben kannst. Und ich sage direkt dazu, ich kann nicht alle annehmen, aber ich versuche natürlich so viele anzunehmen, wie es geht. Und was wir da machen, ist, wir connecten uns über Zoom und wir sprechen miteinander und wir fangen direkt an zu arbeiten und dein Problem zu lösen. In jedem Fall hoffe ich wirklich sehr, dass das Video dich inspirieren konnte, dass es dich in irgendeiner Form weitergebracht hat und dass es dich auf den richtigen Weg lenkt, deine Erektionsprobleme zu beseitigen. Denk dran, das Problem ist nur hier oben und meistens sind Erektionsprobleme nicht von ewig langer Dauer. Sie ziehen auch mit der Zeit irgendwann mal davon. Also, hab nicht zu viel Schmerz. Ich wünsche dir nur das Beste und vielleicht sehen oder hören wir uns mal auf die eine oder andere Art und Weise. Halt deine Ohren steif und bis bald. Ciao, ciao.